Er war jetzt schon mal hier auf der Rotor Live. Jawohl. Es wird jetzt noch von gesprochen. Hier ist er wieder. Siebenfacher Weltmeister Hiroki Ito aus Japan. Mit seinem Uhupai Competition. Und jetzt wird's natürlich gerne Herausforderungsfragen für Sie vorbereitet. Mein freundlichster Bruder würde fehlen im zweiten Stock. Na, was haben wir vorbereitet? Das ist jetzt Uhukai Vorfangen. Das ist jetzt F3C, wie es eigentlich so gar nicht sein sollte. Und warum? Das ist für die, die leicht Gelenkschmerzen haben oder Halsprobleme sind wie du. F3C. Da kann immer nach unten gucken. Ne? Genau. F3C, das ist nach unten. Mit Musikprogramm. Wir hoffen, die Ton. Feinste Steuern. Siebenfacher Weltmeister. Und wie Sie das hier sehen, natürlich nicht umsonst. Ach, die Rotinjo ist eine Maschine. Also wenn er fliegt, ist es eine Maschine. Wenn er schläft, ist er wahrscheinlich auch nur ein Mensch, aber wenn er fliegt, Maschine. Der Gerät. Der hat hier Zeit, was mit einem Uhukai Competition geht. Okay. Eignet sich bedingt auch als Speedmaschine. Heute Abend setze ich wieder vom Simulator, muss weinen. Ach, noch mal eine Hecke. Ach, das geht. Das sehen Sie vielleicht von der oben nicht so, aber nur so Höhe hier, sondern es könnte aus. Also hätte ich jetzt mal rumgehen. Gab noch Vertrag? Ja. Viel Luft war nicht. Angenagelt, absolut präzise gesteuert. Wir holen Ito extra aus Japan angereist. Für Sie hier im Start von SAP Hindenbüchen, Würde Feli. Ihren freundlichen Distributor aus dem zweiten Stock. Wie machen die lange dauert das denn hier? Ich muss erst mal überlegen, weißt du? Ja. Bin ich für den Satz quasi übertrainiert. Ja, ich dachte es auch schon. Wie gesagt, müssen Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, Hiroki Ito kommt aus Japan. Er sitzt 17 Stunden im Flieger, um hierher zu kommen, auf die Rotor Live zu fliegen. Nur das Wochenende und danach geht es wieder 17 Stunden nach Hause. Aber das wissen ja unsere Zuschauer hier garantiert zu schätzen und werden ihn dann mit einem gehörigen Applaus, wenn er mit seinem Programm hier fertig ist, aus seiner Flugvorstellung entlassen. Kann er nicht so einen klitzekleinen Flugfehler machen? Das würde ihn irgendwie menschlich machen. Das ist unmenschlich, wie das funktioniert. Und? Autorotation. Schauen Sie sich das an, da ist nichts getrickst, da ist kein Gas auf dem Pitchhill, das ist wirklich saugescheuert. Und kommt trotzdem Zeitlupentempo hier runter. Goblin Uhukai Competition aus dem Hause SAP. Ja, der Fanghubschrauber. Für ihn der Verzähmung, Hiroki Ito! Vielen Dank! Ja, jetzt haben wir hier!